So, da sind wir schon wieder zurück und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ich muss erstmal sorry sagen, dass ich gestern kein Shop-Video hochgeladen habe. Warum habe ich das nicht gemacht? Aus einem ganz einfachen Grund. Mein Bett hat mich festgehalten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mein Bett sich gedacht, nein, heute stehst du nicht auf, heute machst du kein Shop-Video. Heute kommst du einen Tick zu spät auf die Arbeit und das ist dann halt so. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt gerade 2:08 Uhr. Ich bin um 20 vor 2 wach geworden, so nach dem Motto, inneres Bauchgefühl. Komm, steh schon mal auf, kannst du wenigstens schon mal Shop-Video machen, deshalb sind wir jetzt hier. Aber warum bin ich noch hier? Genau, ich muss schon wieder Danke sagen. Ihr seht es oben, 19 Euro vom Domsi, 1 Euro schon wieder vom Simon. Vorhandkin hat mitgemacht beim Spendenmarathon. Also der Spendenmarathon war zu heftig, wirklich zu heftig. Also wir haben allein innerhalb von einer halben Stunde 35 Euro zusammenbekommen. Also ihr seid echt wahnsinnig. Euer Support ist einfach zu heftig. Wir haben jetzt 27 Mitglieder, das heißt, 3 Mitglieder fehlen noch, damit wir ein neues Emote haben. Was habe ich geplant als neues Emote? Richtig, ein Lama. Ein Lama fehlt uns da irgendwie. Weil wenn wir im Spiel, gerade wenn ich jetzt Solo-Runden mache, da man Lama finde, irgendwie fehlt es da schon. So, ich würde aber sagen, quatsch mir nicht zu lange. Gehen wir direkt mal rein in den Shop. Und ich muss schon sagen, es gibt kein besonderes Paket. Zumindest noch nicht. Wartet jetzt einfach mal ab. Zack. Ihr seht, vorgestellt und täglich. Aber was fällt uns auch auf? Genau, in 13 Stunden gibt es schon wieder einen neuen Shop. Heißt, heute Mittag wird sich der Shop definitiv nochmal ändern. 13 Stunden, jetzt weiß ich noch nicht genau, es muss ja um 2 Uhr umgesprungen sein. Also müsste es eigentlich ja, blablabla, 13 Stunden um 16 Uhr sein. Aber da werde ich definitiv da sein. Ich werde auch direkt ein neues Shop-Video machen, euch zeigen, was es Neues gibt. Wenn es das neue Paket ist, gucken wir mal einfach, ob es mir gefällt. Dann kaufe ich es mir auch direkt und zeige auch direkt ein paar Ingame-Sachen. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir erstmal auf den Shop ein. Und was haben wir da Schönes? Wartet, wir fangen vorne an. Die Echos sind wieder da. Ganz ehrlich, mir gefallen die Skins schon. Die sind schon nice. Ist halt ein bisschen so spacig, aber auf jeden Fall, man kann es gebrauchen. Also man kann damit arbeiten und man sieht es nicht oft in der Lobby. Ich sage euch jetzt schon, irgendwie die gehyptesten Skins sieht man natürlich. Aber gerade hier so Skins siehst du fast gar nicht. Die kommen zwar relativ häufig im Shop vor, aber trotzdem sind sie eher selten. Auch bei Skin Contests. So zwischendurch gucke ich mir ja doch mal einen an, mit was für Skins die so rumlaufen. Aber im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, es sind fast immer dieselben Skins. So. Hier haben wir noch eine kleine Stilvorschau. Einmal in hellgrau, einmal, nee, einmal in schwarzgrau und einmal in grauschwarz. Ah ja. Denn der Skin ist auch einmal oben in schwarzgrau und dann einmal andersrum. Ja, ist zwar nicht gerade so, ja, aber mit der Haarfarbe, ich sehe jetzt erst mit der Haarfarbe, ist es auch noch getauscht. Also dieses Skin geht auf jeden Fall klar. Also es gibt wirklich schlimmere. Das Problem ist natürlich 1200 V-Bucks, obwohl geht eigentlich für 1200 V-Bucks, ist okay. Und denkt dran, guckt bitte, ob mein Creator-Code bei euch drin steht, YT-FamilyHack. Würde mich halt wirklich freuen, wenn ihr den wieder eintragen würdet. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Und ich kann euch jetzt schon sagen, sobald meine nächsten Creator-Code-Einnahmen kommen, wird erstmal ein wenig was an V-Bucks aufgeladen. Also da könnt ihr euch auch schon mal auf was freuen. Aber dann zum passenden Zeitpunkt. So, zack, einmal das. Was haben wir dann noch Schönes im Shop? Genau, Echo Jet. Ah, der Kleider ist nicht schlecht. Erinnert so ein bisschen an die Windtunnel, habe ich so den Eindruck. Aber der hat auch zwei verschiedene Stile. Einmal in dunkel, einmal in hell. Hat definitiv auch nicht jeder. So, dann haben wir noch die Echo Tarnung. Die ist wiederum nice. Dieses weiß-schwarze, das gefällt mir. Ich habe ja gesagt, Tarnung interessiert mich nicht mehr so, aber die ist nicht schlecht. Und definitiv. So, was haben wir noch? Die Tarnung. Nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. Ah, was habe ich fast wieder vergessen? Genau, die Spitzhacken. Aber so welche haben wir halt schon in etwa. Aber eben nicht in schwarz-grau und nicht in weiß-schwarz. Aber wäre jetzt nichts, was ich mir unbedingt kaufen müsste. Definitiv nicht. So, was haben wir noch Schönes drin? Der Pizzaschneider. Ja, man kennt ihn.
So, dann haben wir Magengranate. Ja, so sieht auch aus. Wie immer, die dunkle Variante gefällt mir irgendwie doch besser. Obwohl, wenn ich jetzt so gucke, dann eher doch die helle. Aber der Preis stört mich da ein bisschen. Aber der Skin ist definitiv nice und ich muss sagen, ich habe ihn nicht oft gesehen. Also wenn ihr einen sehr seltenen Skin haben wollt, ich glaube, das hier ist einer. Zwar oft da, aber man sieht ihn nicht. So, dann haben wir noch Treibhaustomate. Ja, die sind halt natürlich ein bisschen crazy. Nee, ist richtig crazy. Und wie gesagt, ich sehe sie nicht oft in Lobby. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es gibt halt wirklich Skins, die sieht man nicht. So, dann haben wir noch Stachelklatscher. Das war okay. Das haben wir schon. Dann Vertex ist wieder da für 2000 V-Bucks. Wer es sich leisten kann, dann gerne zuschlagen. Ist auch ziemlich selten eigentlich. Ich bin mal gespannt, was wieder die ganzen anderen schreiben, wie lange der nicht im Shop war. Aber der ist, glaube ich, nicht so oft drin gewesen. Also in Lobbys sieht man definitiv nicht oft. Und dann haben wir hier noch Rasierschnittig. Da ist mir aufgefallen, dass hier gerade sehe ich auf meinem alten Account eine Spitzhacke, die aussieht wie so ein, wie nennt man die, Sturmfeuerzeug, wo diese Flamme da rauskommt. So eine hätte ich gern wieder. Ich habe die bei meinem Sohn gesehen, weil der die nämlich benutzt hat. Aber das ist so eine nicht. Und so, dann haben wir Vorreiter. Ne, ich kann mich nicht erinnern, dass der vor langem, ich würde sagen, nicht ziemlich lange nicht mehr drin gewesen. Aber ihr wisst ja, bin ein bisschen älter, von daher könnte ich mich da auch irren. So, dann haben wir die Elmira drin, die weibliche Hexenmeisterin. Auch natürlich in drei Varianten. Eigentlich muss ich sie mir ja bald kaufen wegen der Eisvariante, ne? Ist schon. Oh, weil ich halt auch die männliche Variante habe. Aber die weibliche ist halt auch nicht schlecht. Obwohl die männliche natürlich deutlich besser ist, um Gottes Willen. Und natürlich mit passenden Rückenaccessoires. Auch in normal Feuer und Eis. Dann haben wir des Weiteren die Arktis-Assassinen. Ja, ich hab's mal perfekt ausgesprochen. GG. Aber 1200 V-Bucks, da haben wir deutlich bessere Skins. Also da, die hätte ich an ihrer Stelle. Wenn wir jetzt vergleichen, den Skin oder den, dann nehmen wir lieber den Skin, weil der ist ein bisschen fresher. Und dann haben wir Schere, Stein, Papier. So, einmal Blatt, also Papier. Einmal Faust, beziehungsweise Stein. Einmal Kant. Schere, Abfahrt. Dann haben wir Erderschütterer. Bam. Ah, ist schon meist. Dann haben wir Tanzspagat. In dem Skin sieht es natürlich nice aus. Das macht schon Sinn, warum die inzwischen die Skins mit allem mischen können. Bei dem Skin sieht es echt fresh aus. Oh ja. Gut, der Handstand, naja. Dann haben wir noch die Musik, Bindende Katze. Meine Musik, die ich nicht habe. Also wenn ich eins ziemlich oft habe, dann ist es Musik. Aber wir kennen sie ja, ist auch bei dem Emote dabei. Aber trotzdem, ja, inzwischen gefällt es mir doch wieder, weil man gewöhnt sich ja auch Musik und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. So, das war's schon wieder mit dem normalen Shop. Und denkt dran, in 13 Stunden kommt schon der nächste. Also bleibt da auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Guckt einfach mal, ob bei mir was kommt, aber ich denke mal, das muss ich easy hinkriegen. Weil um die Zeit bin ich zu Hause und ich habe ja gesagt, ein bisschen mehr Videos müssen einfach kommen, damit ihr einfach mehr informiert seid, weil es kann ja nicht jeder ein Livestream kommen. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch schnell rüber in Rette die Welt. Da durfte ich ja gestern Abend im Livestream noch gerade schnell 2 V-Bucks-Missionen machen, waren 70 V-Bucks, auf ganz entspannt. Und ich muss leider alle schon wieder enttäuschen. Heute gibt es leider keine V-Bucks-Missionen. Aber wir gucken einfach mal, ob sich doch da im Shop irgendwas getan hat. Aber ich denke eher nicht. Mal gucken, ob ich diesmal mal kostenlose Lama bekomme. Ihr bekommt die irgendwie alle. Der Hans hat welche bekommen, Coco hat welche bekommen. Nur ich nicht. Komischerweise bei mir sind sie nicht da. Keine Ahnung, was da los ist. So. Komm. Ja. Aha. Nichts Besonderes, nur ein Held.
So, hier Blockbuster, ich habe es damals nicht gemacht, weil logischerweise Season 10 Account. Aber wir setzen uns auf jeden Fall noch hin und machen hier alles durch. Kann sein, dass vielleicht machen wir mal einen etwas längeren Stream. Aber wir haben gesagt, wir gehen schnell in den Shop rüber und für mich wieder nichts Kostenloses. Fernkampfwaffen, Upgrade Lama. Naja, Gegenstände haben wir jetzt hier nichts Neues. Ihr seht, alles schon wieder ausgekauft. Hier genauso, alles ausverkauft, ausverkauft. Deshalb haben wir auch nur noch 3000 Gold. Deshalb, wir müssen eigentlich mal die Tage wieder echt Rette die Welt spielen. Wird einige freuen, weil ich habe das Gefühl, immer mehr von unserer allgemeinen Community spielen Rette die Welt. Freut mich eigentlich. Ist nämlich einfach mal eine gesunde Abwechslung, wenn man mal gerade keinen Bock hat auf Battle Royale. Aber da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Wer war bis zum Ende da? Bitte irgendwie die 5 in euren Satz einbinden. Und in dem Sinne, bis nachher dann.